So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil HD Remastered. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich, wenn dieses Spiel euch immerhin schon ganz viele Parts lang begeistert. Ja, wir kommen langsam zum Ende. Der finale Abschnitt hat begonnen. So, im letzten Part haben wir hier aus den Röntgenbildern uns ein paar Zugangsdaten gebastelt. So, was ist das hier? Hebel zum Öffnen der Türschlösser. Aha, wenn sie nur die Schlösser an den Hebeln öffnen könnten. Okay, können wir noch nicht. Machen wir gleich. So, haben wir uns ein paar Zugangsdaten gesammelt. Die Tür ist verschlossen. Gut. Habe ich noch Platz? Ich habe noch Platz. Ich nehme das mit hier. Ich muss alles mitnehmen. Und die geben wir jetzt gleich mal eben ein. So, erstmal gucken, was hier drin ist. Green Herb. Okay, zwei grüne Kräuter. Juti, brauchen wir jetzt gerade nicht. Nehmen wir trotzdem mit. No problem. Wir haben Platz satt. So. Und zwar war hier... Hier ist der Kontrollraum. Und hier hinten in der Ecke steht der Computer. Gut, Umbrella Computer OS Roppels. Trademark. Copyright Umbrella Corporation. Welcome to Umbrella. Please input. Login. Login war John. John. Wo ist das H? Alter, da. John. Passwort war Ada. Zack. Accessing. Verified. Basement door lock operation select floor. B2F. Passwort. Das war das Cell. Okay, accessing. Permission granted. Unlocked. Okay. Jetzt kommen wir oben in den Projektorraum rein. Sehr gut. Nehmen wir noch B3F. Nehmen wir auch gerade mit. Unlocked. Okay, das ist der Raum da hinten. Gut. Cancel. Quit. Yes. So, haben wir das auch schon mal erledigt. Gut. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz nochmal eben schnell hier rein. Weil die Tür ist nämlich jetzt auch auf. Da können wir schon mal ein, zwei Dinge erledigen. So. Hier müssen wir einmal ganz kurz gucken. Ich glaube... Ja. Oh, da ist die Rübe weg. Alter Schwede. Natürlich Granatwerfer-Munition. Oh ne, hier ist gar keiner mehr. War nur der eine. Okay. Der Nakedai. So, warte mal. Wir nehmen auf jeden Fall Diafilter mit. So, und dann steht hier hinten ein Übertragungsgerät für den Passcode des Sicherheitssystems. Mit einer Modus-Kette können Sie den Passcode an das System übertragen. Okay. Dann verwenden wir doch mal gleich so eine Modisk. Okay, dann geht eins. Die Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Gut. Das Ding sieht aus wie ein GameCube. Ich glaube, das sagt jeder. Jeder, der dieses Spiel spielt, sagt, da steht ein GameCube.
Okidoki. So, hier liegt noch was. Fax. An Säuberungsabteilung. Zu Händen Manager Säuberung. Von Raccoon Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten. Okay, das hat wohl jemand vernachlässigt. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurde vom T-Virus infiziert und starben. Falls alle Überlebenden dieses Unfalls... fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Problem 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um einer Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich diese Opfer auch sind, so unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Ja, das hört sich ja nicht so gut an, ne? Okay, was haben wir hier? Hinter dieser robusten Tür scheint es etwas zu geben. Öffnen. Ja, mach mal auf. Achtung, Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Sieht aus wie ein Nachttankgerät. Okay. Supi. So, hier haben wir nochmal einmal Granaten. Die nehmen wir auch noch kurz mit. So, dann gehen wir nochmal hoch. So. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal. So, hier hatte ich ja alles geklärt, glaube ich, ne, ja. Alles schön abgefackelt. Gehe ich jetzt mal kurz an eine Kiste. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen besser. So, Kiste. Gut, da können wir mal eben ein paar Sachen reinschmeißen. Wie zum Beispiel Magnum-Munition. Die wollte ich eigentlich benutzen, die Magnum, ne? Hm. Okay. So, die Kräuterchen tun wir da rein. Das tun wir auch da rein. Das sind rote. Feuerzeug. So. Ich brauche jetzt ein bisschen Platz gerade. Müssen wir gleich nochmal an der Kiste gehen, ne? Gucken wir mal. So. Dann hatten wir hier oben die Tür noch aufgeschlossen. Die. So, das war dieser... dieser Projektorraum, genau. Der Film ist eingelegt. Ansehen. Ja, bitte. Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. MA-39 Cerberus. FI-03 Neptune. MA-121 Hunter. T-002 Tyrant. Bioorganische Waffenforschungsgruppe. Jetzt guck mal rechts da. Kennst du den?
Entwicklungsteam. 834170623. Okay, aber wir haben ja diesen tollen Dia-Filter hier. Den werden wir jetzt mal eben einmal benutzen. Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. Ja, das gleiche. Nichts verändert sich. Nichts verändert sich. Auch nicht. Wesker ist immer noch da. Rechts ist übrigens Wesker. Der mit der Sonnenbrille. So, 8462. Gut. 8462. Ist eine Modiskette. Kleinen Augenblick. So, Entschuldigung, muss einmal nochmal ganz kurz husten. Fett abhusten. Eingabegerät für den Passcode. Verwenden. Ja, jetzt habe ich den scheiß Code wieder vergessen. 8462, war das richtig? Ja, war richtig. Boah. So, hier liegt Gewehrmunition. Yes. Hier liegt Laborschlüssel. Den nehmen wir natürlich mit. Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie damit Kenneths Film abspielen. Film ansehen? Ja, hau rein. Okay, das war das Schicksal des armen... Des armen Kenneth. Kenneth. Ja, gut. Warte mal, wie viel Platz haben wir noch? Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Dann können wir mal dieses First Aid Spray. Nehmen wir mit. Gucken wir, ist hier noch was? Ja, irgendwas ist hier noch. Irgendwas liegt hier noch. Da ist eine Karte vom Labor. Mitnehmen? Ja. Sie haben die Karte von Labor. Ich glaube, das war es jetzt aber, ne? Immer noch was. Auf den Regalen stehen Videos. Dies sind Aufzeichnungen der Überwachungskameras. Da ist noch was. Sicherheitsprotokolle. Erdgeschoss. Heliport. Nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Erstes Untergeschoss. Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Aufzug. In Notfällen wird der Aufzug angehalten. Zweites Untergeschoss. Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt für den Zugang zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Keith Arwing. Drittes Untergeschoss, Gefängnis. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher, E. Smith, S. Ross, A. Wesker, Albert Wesker, muss bei Genehmigung des Vireneinsatzes anwesend sein. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusiven Ausgabeterminals in den einzelnen Abteilungen der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitroverbindung der primäre Brennstoff zur Stromerzeugung. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode-Ausgabeterminals. Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforschern mit entsprechender Berechtigung vorbehalten. Viertes Untergeschoss. Entwicklung des Tyrant nach Verabreichung des T-Virus. Nicht weiter lesbar. Okidoki. So. Dann haben wir das. Jetzt müssten wir aber alles hier haben, ne? Ja. Juti. So. Jetzt muss ich mal gerade ganz kurz einmal gucken.
Kuckilikuck. Noch Platz? Ja. Nehme ich jetzt mal diese beiden Kräuter noch mit. Kraut. Und Kraut. Yep. So. Dann gehen wir schnell an die Kiste hier ran. Da legen wir jetzt... Ich lege mal die Pistole ab. Nehme dafür die Schrotflinte noch mit. Dann tue ich die beiden Kräuters. Tue ich auch nochmal kurz hier rein. Ach, weißt du was? Dann speichere ich nochmal kurz eben. Was soll der Geiz? Wir haben ja eh genug Farbbänder. So, Schreibmaschine. Sie können den Fortschritt speichern. Das Farbband verwenden. Ja, bitte. So, dann gucken wir mal eben hier. 13, 11. Überschreiben. Ja. So, bitte schalten Sie PS4-System nicht aus. Nein, ich schalte das immer während des Speicherns aus. Ziehe ich meinen Stecker raus. Oh, ey. So. Das Farbband tun wir wieder rein. Mal eben kurz gucken, ob wir hier irgendwas noch gebrauchen können. Die Moduskette nehme ich die jetzt schon mit. Ne, die nehme ich gleich mit. Okay. Jetzt wird das hier kombinieren. Das ins Händchen reinnehmen. So. Also eine Schrotposition ist echt knapp im Moment. Wenn ich überlege, was da gleich noch kommt, dann könnte das eng werden. Es sei denn, ich hätte die Pistole mitnehmen sollen, ne? Nein, komm. Egal. Ist ja egal. So. Und zwar können wir jetzt mit diesem Schlüssel... Oder? Sie haben den Schlüssel für das Labor verwendet. Okay, und die können wir auch aufschließen hier. Sie haben den Schlüssel verwendet. Brauchen den nicht mehr ablegen. Yep. Dann gehen wir zuerst mal ganz kurz hier rein. So, und... ich höre sie schon. Ich höre sie schon. Diese dreckeligen Mistviecher. So, Gewehrmunition. Die nehmen wir mit. Okay. Da kommen wir jetzt scheinbar nicht raus. Doch, wir kommen da raus. Und zwar ist da nämlich ein Luftschacht. Zack. Ja! Hau ab, du Scheißkäfer! Blödes Mistviech, Und tschüss. Boah, wie viel halten die denn aus? Der OP-Tisch ist voller Blut. Das Blut sieht nicht aus, als käme es von einer Operation. Gibt's hier noch was? Nee. Hier ist eine Tür. Festgerostet und bewegt sich nicht. Okay. Bei mir gibt's hier scheinbar auch nicht. Gehen wir sofort hier in den nächsten Luftschacht. Weiter durch. So. Aber hier gibt's bestimmt was, ne? Ja, natürlich. Hier gibt es ein Battery Pack. Yay!
und eine GameCube. Xbox, nee, wie heißt das? GameCube, ja. Sicherheitssystem, bla bla, Moduskette. Ja. Benutzen. GameCube ist das. GameCube, GameCube. Die Übertragung des Passcodes scheint etwas freigeschaltet zu haben. Gut, 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 gut. Das war's hier. Sehr schön. Jetzt sind wir nämlich wieder hier. Jetzt können wir das hier wegschieben. Zack. Und dann können wir schon wieder rausgehen. So. Also, 2 von 3 Modisketten haben wir jetzt schon mal verwendet. Fehlt noch eine. Oh, locker da. Komm. Put, 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 put. Hallo? Bams. Da ist noch einer. Komm. Komm. Ja, war klar. Ist er wenigstens tot? Ja. Er blutet. So, da gehe ich jetzt noch nicht rein. Da komme ich noch nicht rein. Das ist anscheinend das Bedienfeld für den Aufzug. Schalter drücken. Nein. Ich gehe erstmal hier rein. So. Hier gibt es nämlich wieder einen lecker Speicherraum. Na, zack. Nehmen wir erstmal alles hier mit. Hoppala. Da sind Granaten. Die nehmen wir auch mit. Dann liegt hier noch ein Farbband. Das nehmen wir auch mit. Ich sammle alles ein hier. Ist hier noch was rum? Scheinbar nicht. Puh, wir sind echt knapp mit Munition dran. Aber wir haben 20 Granaten. Ich glaube, ich nehme mal den Granatwerfer mit. So. Das tun wir auch mal rein. Eins behalte ich mal. Eine Heilung. So, da werde ich mir jetzt mal ganz kurz speichern. Und mal den Part langsam beenden. Ich schätze, dass der nächste Part der letzte sein wird. Zumindest ziehe ich ihn durch bis zum Ende. Egal wie lange er dauert. Und wenn er eine Stunde dauert. Eine gute Stunde nicht, aber... auch wenn er eine halbe Stunde dauert oder 40 Minuten, ich ziehe den nächsten Part bis zum Ende durch. Ja, wenn ihr das Finale nicht verpassen wollt, dann müsst ihr natürlich beim nächsten Mal wieder einschalten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich sag schon mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Hat mich gefreut, dass ihr mein Let's Play so weit verfolgt. Wie gesagt, beim nächsten Mal gibt es das große Finale. Wie das ausgehen wird, werden wir sehen. Seid gespannt, es wird auf jeden Fall ja, sehr interessant. Genau, ja gut. Dann speichere ich mal, mache hier den ganzen Krempel noch fertig. Ihr schaltet jetzt schon mal ab. Ich sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.